was anderes. Und dann, als das Patent angemeldet wurde, da dachte ich so, ne, den ganzen Kram machen die nicht, wenn das nicht noch ein extra Spiel ist oder ein Add-on, sowas. Genau, aber wir werden halt über Finanzierungsmodelle und was es genau Ja. sein könnte, gleich noch reden. Erstmal gehen wir durch den Trailer, würde ich sagen. Ich werde übrigens die beiden Trailer-Analysen getrennt auf YouTube als einzelne Videos online stellen, damit die Leute nicht den kompletten Podcast gucken müssen, um das nochmal sehen zu können. Ja, wenn wir durch den Trailer schauen, auch hier gibt es wieder viele, viele Stellen, viele, viele interessante Dinge, die halt auffällig sind. Vielleicht direkt zu Beginn, Sekunde 4, quasi nachdem wir das Geek News-Intro hatten. Haben wir eine alte Szene, zumindest so ähnlich hatten wir das, nämlich auch beim Übergang Lebendige Welt Staffel 1 zu 2, da gab es ja auch diese kleine Cinematic, wo der Drache erwacht, die Augen aufreißt und anfängt zu brüllen. Hier haben wir halt zumindest dieses Augenaufreißen vom Drachen nochmal. Ich glaube, damals war es noch in Schwarz-Weiß. Trailer. Nee, auch nicht schwarz-weiß, aber relativ dunkel Relativ gehalten und dunkel dann mit gehalten, genau. blauer Magie, die da aus seinen Zähnen. Genau, ja, richtig. Und wenn man, was kommt da eigentlich noch? Weil, was ist denn dieses Zwirbeln im Auge? Sah da nicht irgendwas in dieser Eternal Alchemy da auch so aus? Wie der komische Kram im Auge? Holy shit, jetzt wo du das sagst. Weil, das ist mir ganz aufgefallen, ich hatte das vorher einmal gestoppt an einem Punkt, wo das Auge noch nicht annähernd ganz auf war. Da hatte ich irgendwie einen guten Punkt erwischt. Und da dachte ich so, ja, okay, ah, crap, ich krieg's nicht nochmal hin. Da dachte ich so, Eternal Alchemy, ja, genau hier, wo das nur erst so ein ganz bisschen auf ist. Es ist das Auge vom Drachen, würde ich sagen. Ja, Ja, es ist das das, Auge vom das ist Drachen, klar, aber aber da ist halt was man Zeug da drin. drin halt noch sieht, ist die Frage. Alles brennt. Die Welt wird brennen. Ja, manche Leute leben, um die Welt Streifenförmig. brennen zu sehen, ne? Okay. Aber das klingt im Englischen Wobei besser. wir hier wieder beim Punkt sind, wenn das wirklich das Auge vom Drachen ist, dann kann schon mal nicht ganz so kleiner Drache sein. Und auch kein Eichhörnchen. Ja, das stimmt. Das ist definitiv kein Aber das ist Eichhörnchen, Leute. Verdammt! Scratch ist es. Es ist confirmed, es ist kein Eichhörnchen. Mortal ist Ich kein hatte mich Eichhörnchen. gefreut. Warte, aber Tja, wieso Mensch, war wohl nichts. können wir das in Relation zu irgendwas setzen? Da? Ein Reptilien-Eichhörnchen. Nicht so Das sind seine richtig. Klauenwimpern. Ja, aber die sind auch von ihm. Die sind auch proportional zu ihm. Ja, natürlich könnte das jetzt ein winziges Ding sein, wo einfach nur komplett rangezoomt wurde. Mikroskop. Ich bin immer noch die Brainiac Evil Okay, Mastermind Nummer. wir gehen mal weiter. Cape ist erster Satz, der Drache erwacht. Gut, soweit waren wir schon am Ende der letzten Staffel. Jo. Das hat uns nicht viel weiter. Wir sehen nochmal die Sequenz so bei Sekunde 8, 9 mit den Luftschiffen, die sich Richtung Dschungel Generell aufmachen. die Zusammenfassung auch Ist aber ja teilweise mit anders. ja. Definitiv. Was meinst du mit ist anders? Ja, dass da zum Beispiel dann Dass das Luftschiff bricht Traherne unter und und so. auch mit beisteht, die einfach fallen. Ich sehe es nur im Stream, deswegen bin ich ein bisschen versetzt, tut mir leid. Ah, okay. Du könntest theoretisch auch das Video aufmachen und auf dieselbe Sekunde gehen. Ja, dann Ja, das stürzt mir ist. wieder der Flashplayer bevor. Ach so. Okay, das ist ärgerlich. Interessant ist übrigens tatsächlich, dass Kate ja den Trailer spricht, oder? Die Das ja hat mich uns aufgeregt, gerade tatsächlich. negativ in Erinnerung geblieben Richtig. ist. Schon wieder die in den Fokus setzen. Es geht schon wieder weiter mit ihr. Und auch sie ist doch die Gute. Also, ich habe nichts gegen Silvari, aber warum muss man jetzt sie schon Effektiv wieder in den ist. Mittelpunkt? Ich Ja. meine, sie ist ja nicht komplett der Mittelpunkt. Wir haben ja, also im Prinzip haben wir jetzt, hatten wir in dem ersten Trailer die drei Teile der Edge of Destiny. Und hier sind die beiden Fehlenden etwas mehr im Fokus, nämlich Kate jetzt und Ridlock gleich nochmal. Eine Also ergibt das schon Triple-Lebende. Sinn, denn das sind ja die beiden, die sich aktuell abseits vom Pakt befinden und das Ganze so ein bisschen von einer anderen Stelle, von außen betrachten. Und den Absturz wahrscheinlich auch überlebt haben, weil sie nicht da waren. Natürlich. So, dann haben wir Kate, ja, die spricht, niemand ist Ohio. vor seinem Zugriff sicher, bla bla. Kommen dann in eine Szene, da haben wir sie dann nochmal. Das ist halt auch diese Pakt-Luftschiff-Szene, nochmal ein bisschen anders, halt auch im Concept-Art im Vergleich zu der, die wir vorher hatten: Traherne, Air, Soldier und Logan, die hier auf Da dem muss Flaggschiff man ja auch stehen. sagen, da ist Traherne ja noch dabei. Ich habe ihn zumindest ja bei dem Absturz nicht mehr Absturz gesehen, ja. davor nicht gesehen. Das ist ein guter Punkt. Vielleicht stirbt Traherne tatsächlich hier mit dem Start von Heart of Thorns. Warte, bei dem Absturz von den Dingern?
Ja, da ist Trevor nicht mehr auf dem Schiff. Sieht man ihn nicht mehr. Ja, aber du siehst ihn auch nachher noch in der Szene, wo er dann mit seinem Schwert sagt, wir sind nicht die Leute, gegen die ihr kämpfen müsst. Nee, das ist... Ist er das nicht? Jemand anderes. Das ist Kanach. Das ist Kanach, ja. Und das hier ist jetzt Trahörn? Ja. Ja, das siehst du an der Haltung ein bisschen. Das ist halt das Bild aus dem letzten Trailer. Das ist quasi nochmal ein Bild. Ja. Wir hatten halt diese Situation... Also, worüber halt Vance und ich gerade gesprochen haben, ist es der Absturz vom Flaggschiff von Rum, von Tyria. Aus dem letzten Trailer, Domi. Da siehst du die vier. Trahörn, Logan, Air und Soldier. Und Trahörn schreit Feuer und bum 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 Vietnam-mäßig, ne? Und so. Und dann stürzt das Schiff ab, aber da siehst du Trahörn nicht mehr. Das heißt, wahlweise ist jetzt A, Trahörn tot oder B, Trahörn ein Böser. Vielleicht der Endgegner. Vielleicht der Anführer vom... Vielleicht ist er die Frau, die die zwei Äxte zieht. Hat quasi mit dem Erwachen Mordor Moths... Kommt es ja mal vor, dass sich die Klasse ändert. Vielleicht auch das Geschlecht. Ja, richtig. Dass er einfach mal eine kleine Metamorphose durchgemacht hat, als Mordor Moth erwacht ist. Und deshalb ist auch so ein Zentrum. Ich sag nichts zu dieser These. Ich glaube, das ist sowieso sehr... Sehr einfach eine Sache der Einstellung, welches Geschlecht ein Sevari ist. Heute habe ich einen Penis. Oh Gott. Okay, wir vertiefen das war's und das Wort ist ja an der Stelle nicht, sondern schauen noch ein bisschen weiter in den Trailer, nämlich in dem Moment, wo das Schiff explodiert. Das ist natürlich jetzt hier, also ich glaube tatsächlich, dass der erste der Trailer leuchtet. Näher an dem Ingame-Erlebnis ist und das jetzt hier halt nur so eine kleine grobe Zusammenfassung. Und es geht halt hier beim übertragenen Sinne um den Absturz des Paktes und gar nicht groß um die wirkliche Explosion des Schiffes. Ja, das auf jeden Fall. Diesen Animationsstyle, ich mag ihn immer wieder. Ja, der Style ist halt mega geil. Es ist eine Mischung, glaube ich, wie die haben 3D-Modelle benutzt und haben dann einfach die Textur drüber gelesen, Es ist ja so ein bisschen, sie waren ja erst die ganze Zeit bei dem normalen 3D, so wie es auch in den normalen Sprachsequenzen überall in-game ist. Dann hatten sie ja eine ganz kurze Phase, in der das komplett animiert ist. Wir hatten das damals, glaube ich, mit der alten Herkules-Kinderserie verglichen. Szenen da drin. Ja, und jetzt haben die so ein bisschen einen Mix zwischen den beiden gefunden. Ja, das fing ja, glaube ich, mit dem Trailer. Da haben sie gesagt, sie hatten es gefunden. Die Mischung aus 3D und Ich nehme an, wir wollen bei 30 Sekunden halten. Was ist das? Ja, das ist der wichtigste Punkt. Größte Frage. Das ist definitiv zu 100% und total ein Mursat. Jetzt muss ich wieder ausholen. Gute alte Guild Wars 1, das haben auch einige geschrieben. die gute alte Guild Wars 1 Lore auspacken. Mursat. Oh Gott, wo fängt man die Story an, Vance? Also Mursat. Man könnte ganz hinten anfangen, warum sie nicht mehr da sind. Ergibt das wirklich Sinn? Das ist Mursat sind oder werden auch die Unsichtbaren genannt, weil sie nämlich für Leute, die nicht aufgestiegen sind, tatsächlich auch nicht sichtbar sind. Ja. Auch deshalb mussten wir übrigens den Aufstieg vollziehen. In Guild Wars 1. Sie sind eine magische Rasse. Inwieweit sie mit den Sehern, also sie standen positiv, glaube ich, mit den Sehern Verbindung jetzt. Nicht? Soweit ich das weiß, haben die Mursat die Seher fast komplett ausgelöscht. Ich habe im Forum gelesen, dass die Seher, wenn das die Guten sind, das war ich eine neue Fraktion, die sich uns anschließen könnte. Na gut, also auf jeden Fall, stimmt, warte mal, Vince, du hast recht. Das ist nämlich der Punkt, danke. Also es war so, Mursat, Seher und auch ein paar andere haben gemeinsam gegen die Altdrachen gekämpft. Genau, das erfahren wir auch in Ara. Genau, nachdem die Altdrachen dann verschwunden waren, haben die Mursat die anderen Völker verraten und haben dann eben die Seher zu einem beachtlichen Teil ausgelöscht. Ich glaube, es gibt vereinzelte vielleicht noch. Es gibt auf jeden Fall eine alte Seherin, mit der wir auch in Guild Wars 1 Kontakt hatten. Die uns die imprägnierte Rüstung gegen die Mursat gegeben hat. Sie werden halt, wie gesagt, die Unsichtbaren genannt, weil man sie halt, wenn man nicht aufgestiegen ist, eigentlich nicht sehen kann. Sie wurden damals vom Weißen Mantel verehrt, denn die Mursat haben dem Weißen Mantel im Krieg gegen die Char geholfen. Da kommen wir dann zurück zum Thema, was passierte kurz nach den Genenkriegen, nachdem die die Char haben zu dem Zeitpunkt Ascalon, Orr und Kryta attackiert. Mhm. Orr hat sich selbst geschützt, indem Vizier Kilbronn den Zauber sprach, mit dem er die ganze Insel versenkte. Also selbst geschützt, was ja eher so die Methode ist, wenn du noch dichter kommst, dann drücke ich diesen roten Knopf.
Ja, und dann jage ich alles in die Luft. So wie Adelbern mit seinem Schwert. Ascalon wurde überrannt und Adelbern hat am Ende das Feinfeuer. Jetzt zum großen Teil, genau. Und zu dem Zeitpunkt, wo halt die Char gegen den Nordwall angerannt sind, also quasi zum Tutorial von Guild Wars 1, stürmten nämlich auch Char Richtung Kryter. Und der Weiße Mantel hat sich Hilfe oder hat Hilfe bekommen von einem Unsichtbaren, von einem Mursat, den der Weiße Mantel von da an verehrt hat. Genau. Und ja, um das zeitlich halt in den Zusammenhang zu bringen, die Char sind noch ein paar Jahre gegen den Wall angerannt, dann kam halt das große Feuer, wo Ascalon zerstört wurde, wir fliehen, kommen nach Kryter und finden heraus, der Weiße Mantel opfert regelmäßig Menschen, den Mursat, um halt weiter von ihnen Unterstützung zu bekommen. Die Mursat sind halt Frage, auch wollen die so das? Mächtige. Hm? Ja, die Mursat wollen die Mursat das? Ja, wollen sie. Ah, die Bastards. So, die sind sowas wie die alten Götter irgendwie so. Da kommt nämlich ein interessanter Punkt. Und zwar etwas westlich von der jetzigen Silberwüste befindet sich ein Blutstein. Mhm. Und genau auf diesem Blutstein hat der Weiße Mantel damals dem Mursat die Menschen geopfert. Und jetzt sehen wir halt im Trailer eine Stadt, sieht so ein bisschen aus wie so ein vergessenes Reich da im Hintergrund. Leute sagen, das wäre eine goldene Stadt. Ja, eine goldene Stadt. Wenn wir im Trailer weitergehen, sehen wir das auch. Ja, und der Mursat, der sich halt davor, oder befindet sich halt davor, und wir bewegen uns genau Richtung Westen, da wo wir halt wissen, dass es dort Mursat gegeben hat, dass der Weiße Mantel dort den Mursat Menschen geopfert hat. Und es scheint noch welche von ihnen zu geben. Wesen. Vom Aussehen alleine her. Richtig. Können wir mal, warte mal, ich kann ja mal bestimmt schnell ein Mursat Guild Wars 1 Bild raussuchen. Ja. Aber seid ihr sicher, dass das Gold ist? Weil das sieht nur so aus, als würde Gold, obwohl doch in Gold verwandelt. Hier, Dominik, ich habe mal ein Bild für dich vom Mursat aus Guild Wars 1. Und zwar hast du in der dritten Story-Instanz auch wundersamerweise ganz viel Gold. Gold. Ja, in der Höhle. In der Höhle, Das ist ein Mursat aus GW1? Das ist ein Mursat aus GW1, Wollte er denn plötzlich den Körper her? Den hat er in dem anderen Ding nicht. Ja gut, sie werden sicher auch ein Redesign wahrscheinlich auch. Ja, natürlich. Zum Art Design von der Grundstruktur. Körper? Ah, das ist so GW1. Ah doch, Körper könnte das auch haben, halt so von Magie leuchten. Ja, halt so von Magie durchdrungener Körper. Ja, also eine grobe Körperstruktur sind halt erkennst du da Körperstruktur, auch. Ja, aber für mich sieht er irgendwie durchsichtig aus. Wie sieht denn ein Seher sehen aus? Hast du noch ein Vergleichsbild, damit man einfach mal die beiden vergleichen könnte? Vielleicht bringt uns also Seher sehen ein bisschen anders aus. Warte mal, ich hoffe, da gibt es auch ein schönes eher Bild. Eher dunkelgräulich. Dunkelgräulich und leuchten? Leuchten nicht, nee. Also das komplette Gegenteil zu den Mursat. Bis darauf, dass auch sie schweben. Und Füße haben. Aber schweben. Ich guck gerade mal, was ich hier auf Google finde. Also, hier haben wir die alte. Ich möchte euch da ja nichts sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich kann euch den durchgucken. Ja, Chronic. Der ist doch nur Energie. Hier haben wir mal einen Seher zum Vergleich. Du kannst ja mal die drei Bilder jetzt nebeneinander halten, Domi. Den Seher, den Mursat und den Mursat aus GW2. Okay, normalerweise würde ich jetzt gerade sagen, du überschätzt meine fixen Edit-Funktionen, aber warte doch, ich pack das. Ja, du musst ja nur die Tabs kleiner ziehen und alles nebeneinander klatschen. Du musst ja dafür nichts editieren. Also ist Editing. Ach, du bist Editing. Zack, 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 habe ich jetzt auch schon fertig. Scheiße hast du. Aber nicht so, dass es auch nur anhand vernünftig aussieht. So, warte, und dann noch der Mursat in dem Dingens da drin, oder wie? Den wir jetzt auch noch gezeigt haben. Ja, wenn hat man dann alle dreimal nebeneinander. Also ein Seher ist es definitiv nicht. Dafür ist das Aussehen doch ein bisschen anders. Confirmed! Es wird sich dabei tatsächlich um einen Mursat handeln. Und das wirft halt mehr Fragen auf, als es tatsächlich beantwortet in Bezug auf Heart of Thorns. Vor allem auch die goldene Stadt im Hintergrund, inwieweit das eine Rolle spielt, inwieweit sich die Mursat vielleicht aus einem entlegenen Magumma-Dschungel etwas aufgebaut haben. Und, was wir auch nie vergessen dürfen, Mursat haben einst die Altdrachen bekämpft. Vielleicht sogar kriegen wir ein Bündnis mit ihnen daraus. Mal an der Seite eines Mursat zu kämpfen, hat sich wahrscheinlich auch keiner. Aber hier ist es nicht in Ara, dass die außerhalb der Phase Mursat sind? Mursat als neue Playable-Rasse confirmed. Nein, Mursat als neue Playable-Rasse definitiv nicht. Oh Mann, damit würdest du dich über die anderen erheben. Aber wieso, Sivaris sind doch jetzt bald weg.
Naja, so wie die Mursan aufs Maul gekriegt haben. Die waren früher aber die Bösen, jetzt wollen sie dir helfen. Die Silvari waren früher okay, jetzt sind sie die Bösen. Aber ja, was gibt richtig? Dir denn die, also ist es nur diese doppelte Zipfelkrone da oben drauf, die Mursat-Idee gibt? Weil auch dieses Schweben. Naja, das Schweben. Okay, das Schweben ja, aber ich sehe da sonst nicht viel Ähnlichkeit. Für mich sieht es mehr aus wie ein Seher, ehrlich gesagt, oder? Von der Farbgebung her. Für mich sieht sie beides nicht aus. Ja, gut, das ist relativ deutlich in Mursa, doch. Du hast halt. Du hast halt diese acht Dinger hinten dran. Und die hast du hier auch, nur sind die hier eher ein bisschen verwirbelt als so gerade stumpf stur, wie das bei unserem jetzigen Diablo 3-1 Mursa der Fall ist. Und wir aber wissen es ja auch, dass Azura-Art-Design hat sich geändert. Ja, allein das Silvari-Design von dem ersten zum zweiten, ja. Ja, okay, Silvari. Ja, okay, machen wir halt weiter, oder? Ja, also es ist Mursat, da würde ich nicht dran zweifeln. Ich sag mal sehr. Einer muss ja dagegen sein. Ich sag irgendwas anderes. Ich fand die Theorie, Mursat und Seher haben sich vereint und haben ein Kind gezeugt, gerade aus dem Chat, auch nicht schlecht. Vielleicht. Ja, warum nicht? Das ist ein Murseher, oder? Und dachte sich dann, durchsichtig. Ein Seemart. Okay, machen wir weiter. Also es wird definitiv ein Mursat sein. Vor einer goldenen Stadt im Maguma-Dschungel. Voraussichtlich. Oh, das Überblende. Vor allen Dingen, er macht die Stadt ja golden. Das könnte auch so bedeuten, ja, die Mursat kehren zurück. Ja, bei Sekunde 33 zurück. In dem Moment, wo Tyria sie braucht, um wieder gegen den Altdrachen zu kämpfen? Fragezeichen. Vielleicht auch so nach dem Motto, ihr habt, Herr der Ringe-Style, ihr habt eine Schuld auf euch geladen, jetzt müsst ihr sie begleichen. Oder so. So wie hießen die Geister? Ja, Armee der Toten, gedönsmäßig, ja. Finde ich gar nicht so verkehrt. Wenn wir ein bisschen weiterschauen, kommen wir zur interessantesten Szene. Cool. Nämlich mit Riplock und dem Spruch Silvari. Also erstmal ist die Szene, die Überblende ist Hammer, oder? Ja. Bin stolz auf ihn. Riplock ist zurück mit Augenbinde. Ja. Mit hat Augenbinde? Er wirklich Augenbinde? Bei 42 kannst du es sehen. Wenn die aber er hat keinen Stab, oder? Er hat sein Schwert. Nee, er hat sein Schwert. So, Tin. Ah, was gerade im Chat gepostet wurde, in Bezug auf durchsichtig und nur Energie. Ich habe mal geschaut, wie so ein Magonite aussieht. Der ist so Energie und durchsichtig. Magonite ergeben? Ja, aber das... Aber in vielleicht der Ecke haben sie sich da gepaart. In der Ecke der Welt. Naja, und so wirklich... Ich komm irgendwie über... Nee, nicht so richtig, aber zumindest sind die durchsichtig. Da komme ich nicht drüber hinweg, aber wir lassen das jetzt mal stehen. Ja, okay, alles klar. Ja, wir haben halt bei ungefähr Sekunde 39, vielleicht auch ein bisschen länger, je nachdem, wo du jetzt angehalten hast, den Satz von Hitlock, Silvari kann man nicht vertrauen, sie folgen jetzt den Drachen. Er ist zurück. Stimmt. Er ist zurück aus den Nebeln, wie auch immer. Und... das ist wurde ja nur angeteasert für den Patch, ne? Mit schönen Screenshots und Bildern. Auch ein Teil, der dann mit einem Add-on beantwortet werden könnte. Vielleicht die Reise von Riplock in die Nebel und zurück. Wie ist er jetzt blind geworden? Hat er einen Gott getroffen? Bla bla bla. Richtig, da sind ganz, ganz viele offene Fragen, die wir da haben rund um Riplock. Und der Schwert scheint mächtiger geworden zu sein. Was allerdings feststeht, ist, Silvari kann man nicht vertrauen. Das ist die Meinung, die halt einer von der ehemaligen Klinge des Schicksals von sich gibt, die sich ja bekanntlich erst in die hatte ich seit Release. Guild Wars 2 wieder versöhnt haben, alle Mann. Und jetzt beginnt halt der Hass von Neuem, diesmal nicht zwischen Mensch und Char, sondern diesmal zwischen Silvari und dem Rest. Ich hab dir etwas mitgebracht. Hass, Hass, Hass. Okay. Wir schauen mal weiter. Also er zerfetzt da eine ganze Truppe Mordrum. Oh. Das sieht man ziemlich gut. Sekunde 43 sieht ja, extrem geil aus. Ja, das ist doch eine neue Attacke, was er hat, oder? Das Schwert ist doch viel mächtiger geworden. Das scheint so peitschenmäßig fast schon zu sein. Das ist jetzt ein Ele mit Schwert. Ein Ele mit Schwert, kommt. Vielleicht hat er sowieso Fire Greatsword. Also hier nochmal zur Theorie. Mursat als spielbare Rasse. Nein, das ergibt keinen Sinn von der Mursat-Lore an sich. Ja, dafür sind Mursat, sie zu evil. Mursat sind halt, das ist halt eine Rasse, die
ja überhaupt nicht gleichzustellen ist mit den anderen. Sie sind Magiewirker aus einem ganz anderen Bereich. Kann man mit Bereich. Anderen auch nicht gleichstellen. Wie soll man das beschreiben? Das ist halt, als würdest du den Heckenzauberer hier aus deiner Zaubershow gegen Harry Potter antreten lassen. Er macht einen Kartentrick, Harry Potter macht Avada Kedavra, so. Er zieht eine Pistole und schießt Harry Potter in den Kopf. Nein, was ich halt meine, ist vom Rang her und von, ja, das ist richtig. Vom Rang her und von dem, was die Mozart können und wie die Mozart gedacht waren, passt das halt einfach überhaupt nicht. Die waren auch so mächtige Magier, dass wir extra eine Rüstung imprägnieren mussten, damit sie uns nicht one-hitten. Wir brauchten die Macht der Seher auf eine andere Rasse, die dem Mozart ungefähr gleichgestellt ist auf unserer Rüstung, um überhaupt nur einen Angriff zu überleben. Das alleine sagt doch schon alles. Wie gesagt, Gott-Simulation. Irgendwie, okay, das Spiel kostet 2000 Euro. Das ist ein neues Spiel, oder eine Erweiterung kostet 2000 Euro pro Stück und dann kannst du Mozart spielen und bist dann der Gott der Leute und kannst sie für dich tanzen. Interessant ist, was ich gerade in Guild-Wiki lese. Mit der Befreiung der Titanen und dem späteren Sieg der glänzenden Klinge über dem weißen Mantel im Krieg in Kryter oder Kryter wurden die meisten Mozart ausgelöscht. Es ist bekannt, dass ein einziger von ihnen überlebte. Ob dieser noch existiert und wo, ist unklar. Das ist halt der Punkt. Aber welcher hatten da überlebt? Keine Ahnung. Übrigens, Dominik, damit du die Verbindung zwischen Azura und Mozart auch greifst, Rata Sum ist ein Anagramm von Mozart. Ich wollte es nur mal anmerken. Schatz ist gerade unter Trivia, deswegen habe ich das gerade mal kurz eingesprochen. Soll ich dir auch mal sagen? Wusstest du, dass Santa und Satan Anagramme sind? Boah. Den bringe ich immer, wenn es um Anagramme geht. Fuck you. Du zerstörst Kinder drauf. Schauen wir weiter in den Trailer, würde ich sagen, ehe wir uns hier zu sehr verrennen. Wir haben die Situation mit Ridlock und wenn wir dann ein bisschen weiterschauen. Die Situation wie mit Kanach. Kanach, sagt dem einen oder anderen vielleicht nichts mehr, ist der Silvari, der mit uns, das dürfte Dominik noch glücklich machen, als damals noch Mitglied von, oh Gott, wie heißt denn der Orden? Nicht Schwarzwölfen Handelsposten, sondern Konsortium. Konsortium, genau. Oh. Mit denen zusammen Südlichbucht klar gemacht hat. Und dann später eingesehen hat, dass er Scheiße gebaut hat. Und als das Konsortium. Hat er Kacker gebaut? Als das Konsortium dann das zweite Mal die Insel besiedeln wollte nach Flamme und Frost, hat er halt wollte die Siedlerverträge verbrennen und hat halt die Fauna ein bisschen wuschig gemacht, damit die Leute wieder von der Insel fliehen. Und dafür landete er schlussendlich im Knast in Löwenstein. Wurde dann zwischendurch zu den Wachsamen verlegt, ist inzwischen wieder freigekauft von Gräfin Anis und arbeitet jetzt so ein bisschen als Handlanger für die Olle Mesmerin. Mit einem der besten Dialogen. Also Kanach hat generell einige lustige und geile Dialoge und Momente. Uschi wird jetzt wieder gleich ganz feucht, wenn sie was von Kanach hört. Und Ja, Char war mit dem, glaube ich, schon liiert zur RP-mäßig. Okay. Auf jeden Fall scheint der Hass auf Silvari, vor allem in dieser Szene, halt wirklich real zu sein, ja? Realer als hier zuvor. Ja. Denn auch Kanach, derjenige, der ja tatsächlich noch scheinbar bei Verstand ist, wir haben schon einige, ja, Silvari gesehen, die uns betrogen haben, er scheint noch bei Verstand zu sein. Und da kommt jetzt meine Idee, warum zumindest die Spielbaren, also die Spieler Silvari, nicht davon betroffen sind. Und zwar haben sie ja die ewige Alchemie gesehen. Und vielleicht hat ihnen das so viel unbewusste Einsicht, Weisheit gegeben, dass sie vor der Korruption des Drachen geschützt sind. Warum ist es Kanach? Ja, deswegen nur die Spielbaren. Vielleicht, weil er Das ist keine gute These, weil dann müsste ja jeder Silvari, der noch bei Verstand ist, ein Spieler sein. Aber eigentlich gibt es nur einen Commander. Weißt du, das ist ein bisschen. Schränke Nummer wäre sogar dann nur ein Silvari normal, nur noch, wenn du so anfängst. Einer bleibt über, ähnlich wie bei den anderen Typen. Ja, aber Cave ist ja auch nicht korrumpiert. Vielleicht bleiben ja auch die
Ja, wobei das würde mit Faul eigentlich passen. Die Erstgeborenen und Kanach auch nicht, weil das ja nur so ein dreckiger Zweitgeborener ist, ja. Waldgeborener ist. Vielleicht die Ersten und Zweitgeborenen. Stimmt, es wurde danach ja auch gesagt, dass die Abstände zwischen den Silvaris einfach nicht Mal mehr kleiner vorhanden wurden, waren. ja. Dass die Ersten und Zweitgeborenen vielleicht auch noch dann wir noch so eben mit drin, aber alles, was halt nach uns kommt, So die verdorben ist. Massenware. Richtig, dass die halt verdorben ist. Das könnte durchaus sein. Das heißt, der blasse Baum dort oben korrupte Sachen rausschmeißen. Genfood. Vielleicht hört er jetzt dann auf, korrupte Sachen zu werfen. Gut, auf jeden Fall kann er scheint noch bei Verstand zu sein, wird er aber gelyncht von der Meute. Kann man es der Meute übel nehmen? Nicht Nein. wirklich. War der schon immer Wächter? Jäger, oder? Nee, warte mal, das hatte ich in einem Hat ein Quiz. Schild und hat ein Schwert, 50-50. also. Der war Aber Wächter ist doch Wächter. Graham. Der war Wächter, ja, der war glaube ich, Wächter, ja, in der Tat. Aber nein, Was ist denn Graham ist Graham Wächter. eigentlich? Nee, er ist Krieger. Ich Hat schau auch ein mal im Schild und Wiki, einen da hatte ich Kolben. auch meine Frage her. Sind wir schon Also, in der es würde nächsten Sinn Szene? ergeben, dass er Krieger ist. Weil Die Frage ist halt. ja, wo versteckt es sich hier? Ist es irgendwo im Dschungel oder ist es woanders? Auf jeden Fall verteidigt er hier irgendwas und schließt sich ein. Wahrscheinlich sind das Silvari drin, die Angst haben. Oh, Könnte ja sein. Das er ist, könnte glaube ich, durchaus der sein, ja. Warrior. Ja, er ist der Er Warrior. ist der Warrior. Braham, der Wächter. Dann haben wir Rox als Waldläufer, wie er. Haben wir. Was haben wir denn noch? Taimi? Timey als Inji. Marjorie als Necro und Kasmi Ah, als hier steht Mesmer. gerade jemand von mir halt. Pain is coming. Das klingt ein bisschen komisch. Pain Er is hat geschrieben, coming. dass er nicht. Ja, ich will es nicht aussprechen. Dass er nicht in der Nähe vom Drachen war. Dass er deswegen nicht so korrumpiert worden ist. Wie Und der was ist mit Rest. den Paktsoldaten? Ja, Die sind ja die anscheinend wurden alle ja eben alle durchgedreht. Und ich korrumpiert. meine, Ja, ist Kanaf sieht richtig. man dann ja auch später, wie er dann da auch mit auf den Ja, Drachen da stürmen dazu, will. aber jetzt spoilerst du. Deswegen passt diese These auch nicht. Ja, ich glaube tatsächlich an der Theorie, dass vielleicht die Ersten noch beschützt wurden und alles, was halt nach uns kommt, wird korrumpiert, weil nach uns Dass wurde ja die schon wieder einfach viel willensstark genug geworfen. sind oder so. Ja, dass da die Reichweite vom Baum immer schwächer wird, je später die Generation wird. Ich wollte so ein bisschen vorspielen und fange einfach vorspulen und fange einfach an, den Trailer zu schauen, ohne anzuhalten. Okay. Ah, Ja, so, nice. ey, Das Kampfszenen. Dir spricht auch gefällt's für den anscheinend. Trailer. So, ja, dann lass uns doch mal zu Sekunde. Ja, wo wollen wir denn hin? Bei 57 geht's so ein bisschen los. Mit dem großen Gemetzel. Ich Da haben wir finde. auf jeden Fall viel vom Albtraumhof und überhaupt generell Mordrem Einfluss. Ich finde, bis 1,15 kann man oder 1,16. Also haben wir bei Ach, so 1,15 weit hatte die ich ungefähr geguckt. Sensenszene? Die Sensenszene? Die Sensenszene? Nee. Die werden hier im Nein. Chat die ganze Zeit angesprochen. Die scheint wichtig zu sein, Ja, weil Sense gibt es nicht, das oder? wollen die Leute. Das ist nämlich bei 1,7. 1 Minute 7 sehen wir eine Silvari. Oder einen Silvari, ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Der, die das eine Sense in der Hand führt. Man sieht das erst, wenn da wirklich zugeschlagen wird. Also erstmal sieht es so aus wie so eine Stangenwaffe. Wenn man aber zuschlägt, dann sieht man vor allem durch die Bewegung. Das ist halt eine runde Bewegung einer Sense und vor allem schön viel Blutspritzen. Ja, Siehst aber du die die. Klinge irgendwann? Nee, ne? Das nicht. Und kennt ihr Necros? Doch, du siehst die Klinge, wenn du im richtigen Moment schaust, schon. Ja, ne, Das ist eine Necros, die Sense. einen Staff equipped haben da oben dieses Sensending. Ja, aber wir waren jetzt schon so weit, dass wir einen Speer als Stangenwaffe gesehen haben. Wir Ja hatten, und? oder als Schlagwaffe, Hiebwaffe, was auch immer. Und was hatten wir noch? Das waren, glaube ich, insgesamt Ja, da nichts von bestätigt. drei Waffen, die man gesehen hat in den Trailern. Na gut, auf jeden Fall und halt hier, doch, das ist eine Sense. Du hörst das auch, das ist eine Schnitt- und keine Stechbewegung. Wenn du reinhörst, das ist ein Schnitt, Warte. Ja. kein Stich. Okay, schneidet die Necrosense nicht? Also der Nein. Necro-Staff, der dann eine Sense ist? Nein. Hm. Ich bin doch gerade Okay. überlegen, ob du vielleicht hinten raus doch noch die Klinge siehst, wenn sie so ein bisschen wieder das Ganze zurückzieht. Warte mal. Da ist ein Whisper-Schwert gerade. Aber es Oder könnte kein Whisken. Hinweis für eine neue Klasse oder sowas sein. Ja, es geht ja darum zu spekulieren, ob wir tatsächlich neue Waffen auf den alten Klassen bekommen. Ja, im Und. Itemshop. Was? Nein, vergiss es. Mach weiter. Ja, Okay. auf jeden Fall. Ich bin jetzt schon ein bisschen weiter, weil ich die Sense gesucht habe, aber hier wird ja auch noch jemand erstochen. Richtig, Was? da sind wir dann wieder bei der Sperrnummer.
Das soll ein Speer sein. Oh, das tut aber weh. Das ist ein Schwert. Ich hab gerade bei 1,12 eine wunderschöne Szene. Also ich habe bei mir einen super Stopp erwischt bei 1,12. Wo man V-Lines Fresse sieht und gerade ja. So der Speer hinten rauskommt, so ganz leicht. Also man kann auf jeden Fall bestätigen, A, V-Line, B, irgendwas. Oh ja, du hast auch keine schlechte Szene, sehe ich gerade. Ja, das wird einfach hochgenommen, der baumelt fast so wie der Typ bei der Ranke. Nein, sie genießt es richtig, ihn ausbluten zu lassen. Ja, das ist halt der Punkt. Also ich glaube, wir sind hier an der Stelle, wo V-Line tatsächlich die Truppen von Morgemoth anführt. Also V-Line quasi. So heißt der Albtraumhof ist endgültig auf der dunklen Seite. Ja, endgültig. Nicht auf ihrer eigenen kleinen rebellischen dunklen Seite, sondern auf der drachendunklen Seite ab jetzt. Das stellt sich jetzt, also ich habe mir das, als ich es angeschaut habe, gleich so überlegt, könnte sie vielleicht dann der neue Bin vielleicht eventuell werden. Ja, wir haben dann einen Drachen umgehauen und so eine Scarlet 2 ohne halt diesen Techno-Bubble-Zeug. Wahnsinn. Wir brauchen ja einen Gegenspieler, der irgendwie greifbar ist. Sie wird sich ja richtig anbieten. Vor allem, da wir jetzt auch wieder ein bisschen mehr über den Hintergrund von V-Line erfahren haben, noch aus ihrer eben guten Zeit. Und da würde es halt auch Sinn ergeben, dass die Geschichte auch mit ihr so ein bisschen weitergeführt wird. Da die tragische Liebesgeschichte zwischen Kay und ihr als Hausmutter. Und da ist uns auch noch ein ganz gefährlicher Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr... Wir haben ja letztens doch das Dungeon zusammengespielt. Und da sagt Kay ja, für euch, als die Klinge des Schicksals sich im Story-Mode gegen uns stellt. In ihrer Geisterform. Da sagt Cave zu V-Line, für dich würde ich mich in den Albtraum stürzen. Und das ist halt gefährlich, wenn sie schon in der Story-Instanz beim Albtraumhof nachgibt. Wie wird das dann erst, wenn der Einfluss des Drachen noch dazu kommt? Ja, aber das war ja eher nur das Negativste gemacht, damit die Leute verzweifeln. Hat sie das? Nee. Das für euch würde ich mich in den Albtraum stürzen, ist, als wir durch Ara tingeln. Was passiert, wenn wir nichts machen? Nein. Oder war das Ara? Echt? Nee, das war das, was wir gespielt haben erst kürzlich. Ja, das haben wir auch, diese Ara-Rückblicksequenz, die wir da kurz hatten. Ja. Wir sind doch einmal durch Ara gelaufen. Ja, genau, wenn wir die Gruppe nicht zusammenbringen können. Das war da. War das da? Echt? Ich glaube, im Albtraumhof macht sie nur Schluss mit ihr. Nein, das hat sie eben nicht. Nein, die macht nicht. Und Jack sagt, hat Spaß gemacht und wir sehen uns wieder. Das war nur dann so, ich komme wieder, I'll be back. So nach dem Motto, hier 5 Euro und jetzt ruft ihr ein Taxi. Ja, irgendwie. Nee, aber das hast recht, das war in unserem Let's Play, als wir durch Ara mit Drahön gelaufen sind, als der dann plötzlich zum wichtigsten Charakter der Story wurde. Trauriger Moment. Da ging es ja darum, dass er und dass wir irgendwie Stärke zeigen müssen. Ja, es ist tatsächlich ein Licht im Dunkeln. Für euch, liebste V-Line, stürze ich mich in den Albtraum. Ich hab gerade einfach mal stürze ich mich in den Albtraum gegoogelt und GW2 dahinter und bin auf GitWiki in der Instanz gelandet und da ist der Dialog, ja. Du hast recht, das war da, wo sie sagt, für dich stürze ich mich in den Albtraum. Also ich hoffe ja wirklich, dass sie die zu Champion machen oder wenigstens so als Bösewicht, wo uns gegenübersteht. Es hätte auf jeden Fall Potenzial mit Cave, mit Story und würde uns halt wieder einen Bösewicht geben, der greifbar ist. Weil so ein super Drache, der nur Ranken macht, ist zwar bedrohlich, aber den wir am nicht Ende greifbar. Mit der Taste 2 töten. Richtig, mit einem Quackern-Finisher. Oh, übrigens für die Leute, die uns hier zuschauen und dabei auf den Point of Interest Stream verzichtet haben. Zum Abschluss des Streams hat Colin Johansson dazu aufgerufen, Guild Wars 1 zu kaufen und zu spielen. Das könnte für die Story relevant sein. Was haben die Geld nötig, Okay, das heißt, Rosa confirmed? Rosa confirmed, ja. Das heißt, back to du Guild musst, Wars du 1, mir irgendwann, Season 2. Du musst mir irgendwann nochmal wieder die persönliche Story-Tour durch GW1 geben. Das hatten wir irgendwann noch mal geplant, aber sind nie dazu gekommen. Ja, da nehme ich dann Sky auch mit. Der battelt nämlich auch schon die ganze Zeit rum. Tommy, das machen wir. Wir machen Back to Guild Wars 1, machen wir auf jeden Fall. Eine Season 2. Okay. Ja, aber nur für die EOTN-Geschichte haben wir es gemacht. Ich habe es für die Prophecies-Geschichte selbst gemacht, aber es stehen noch Factions und Nightfall offen und natürlich Prophecies kennen du und Sky auch nicht wirklich. Also wir haben ich noch würd, ein bisschen ich, was zu wenn tun. Wenn überhaupt, würde ich das machen, was jetzt gesagt zu unserem klar, Season 3 hier passt und so weiter. Also das würde ich auf jeden Fall. Aber das neu zu vertonen, ich muss ist aber auch gar nicht erstmal, schlecht. Ich muss erstmal GW2 spielen. Auch. Wieso hast du den Tweet von Bockotter retweetet? Keine Ahnung, warte Gott. Das ist die gerade im Point of Interest. Noch so, na gut, egal. Nicht off-topic.
Richtig. Wo haben wir noch geschrieben? Wir müssen bald aufhören. Im Trailer. Konzentration ist weg. Wir sind schon relativ lang unterwegs. Konzentration. Auch. Also. Die armen Leute, die uns zuhören. V-Line rammt da auf jeden Fall ihren Speer oder was sie da auch immer rammt hat. Ihren durch den Gegner durch. Rein. Und wenn wir dann weiterschauen, wird der arme Herr aufgespießt. Dann sehen wir wieder das. Dann sehen wir wieder dieses gleiche Bild aus, oder es ist sogar das Auge Seitans, ne? Ja, das ist das Auge Seitans, was wir dann wieder sehen. Das ist nämlich dieselbe Maserung, die Domi vorhin angesprochen hat. Auch die Pupille leicht zu erkennen. Ja. Dann geht's über. Aber sicher, dass es Seitan ist. Mordromoth, natürlich. Sag ich Seitan. Ja, und da kommt die Szene mit der Klinge des Schicksals 2. Ungefähr bei 1,24 ist, glaube ich, wobei nein, 1,25 ist ein schönes Bild. 1,25, da haben wir unsere Klinge des Schicksals 2 vereint mit Timey rechts am Rand. Daneben dann Kasmer, dann Braham. Dann haben wir Kanach links von Braham. Mhm. Das ist nämlich der wichtige Punkt. Wir haben Edge of Destiny 2.0 spekuliert. Wann? Ich glaube, das allererste Mal auch irgendwann 2013 haben wir das auch gesagt. Und haben sogar da schon gesagt, dass Kanach wiederkommt und sich dieser Truppe anschließen wird. Weil ich hab Marjorie übrigens vergessen. Fehlt. Marjorie ist natürlich links von Braham. Ja. Das ist ein bisschen haben wir doch wieder alle Rassen vertreten, oder? Ja, und die Menschen zweimal. Das wird Vance glücklich machen. Ja, Menschen. Ja, vielleicht stirbt der eine von den beiden. Führende Rasse. Jetzt. Wollte ich gerade sagen, irgendjemand kann man das schon rausrationalisieren. Ich würde sogar so weit gehen, dass sie wahrscheinlich ihren alten Namen aus diesem nicht verwendeten Ding. Textsachen fürs Ende von Staffel 1, dass sie da was verwenden. Ach so, Orphans. Dieses Destiny's Orphans. Scheiße! Könnte das bedeuten, dass. Die Klinge des Schicksals doch tot ist? Ja, richtig. Es würde Sinn geben, wenn man so macht. Man hätte dann auch endlich von Isha Day weg. Also, es gab damals einen geleakten Dialog aus der Endsequenz von Staffel 1, genau. in der sich die Truppe dann vereint Orphans of Destiny, also Waisenkinder. Okay. Des Schicksals nannte. Ja, aber das hat ja einen anderen Grund gehabt, weil die alle irgendwie einen Vater oder so Familie verloren haben. Weil die alle irgendjemanden verloren haben. Aber das und Rux, die Schwester von wissen, Steam dass Case und Riddler noch leben. Deswegen ja gut, aber es Ende die gesamte Klinge tot sein. Noch? Es würde ja trotzdem Sinn geben, wenn sie Klinge Schicksals gibt es ja, wenn die Mitglieder ein paar Leute tot sind, gibt es sie ja eigentlich nicht mehr. Und es würde ja auch Sinn geben, den Namen. Also er würde sogar gut passen für das ganze Katastrophe, was da war. Ja, vor allem wenn Braham halt. Eine Idee. Braham ist halt Mutter. Die einzige Weise. Ja. Ja gut, aber Destiny ist auch von weil. Nein. Timey ist auch eine Weise. Ja, man könnte es auch darauf dann abspielen, dass sie ihre Mentoren verlieren. Ja, richtig. Und Rux verliert ja ihren Bruder, falls sie die Story irgendwann machen. Halbbruder, würden, oder? Richtig. Ja, das stimmt, war ja was. Riddlock ist der Halbbruder von Rux, der könnte sterben. Brahams Mutter würde sterben. Marjories Schwester ist bereits tot. Soldier verliert ihren Mentor Soldier. Und Kanach verliert die einzige Bezugsperson, die er noch in der jetzigen Welt hat, nämlich Anis. Und Kasmer hat ja ihren Vater, der im Knast war. Sowieso schon, ja, richtig, richtig. Aber ich würde es nicht so sehr auf diesen Vaterzeug münzen, wenn so ein Name Sinn machen würde, auch wirklich so nach dem Motto des Schicksals ist halt jetzt weise geworden, die Hoffnung ist verloren. Es würde, hätte was Symbolisches, aber ob sie es machen, keine Ahnung. Aber es ist mal so eine Gedankenstütze. Ja, gut, aber auf jeden Fall ist Kanach in der Truppe mit drin. Das ist halt auch ein sehr, sehr interessanter Punkt. Davor haben sie sich ja bisher so ein bisschen gestreut, beziehungsweise immer so ein bisschen drumherum geredet. Ich meine, Kanach durfte jetzt mal mit raus, durfte mal Cave suchen gehen auf den Befehl. Von Anis bei Partypolitik hat dann eine bisschen größere Rolle gespielt. Warum also kann er nicht frei. Was? Brauche ich noch als Bückstück. Warum lässt sie ihn eigentlich jetzt frei und da wäre es auch noch interessant. Ja, wahrscheinlich, weil sie es sich nicht erlauben kann, wahrscheinlich, weil sie verreckt. Ein Silvare zu halten. Oder wahrscheinlich, weil sie eine Seherin ist. Deswegen ist sie noch so jung. Sie ist Livia, confirmed. Da. Das kommt euch sie ist an. Sie ist der Mursat. Vielleicht ist sie auch einfach Mordremos. Oder Manuel Neuer. Verdammt! Oh Mann! Wir müssen aber alles wieder zerstören, ne? Ja. Was noch interessant ist bei dem Bild, ist, dass Braham irgendwie hier so nach dem Motto der Anführer ist. So der Heroische. Also, es und gibt Mordremoth, ja einige da drin. Der Synchronsprecher Mordremoth, den ich aussprechen den kann. Gefunden haben. Du musst auf Englisch hören. Oh, ich hasse die deutsche Synchronstimme. So hart.
Ich, was machen die? Einfach Mord. Nee, die machen da noch irgendwas. Mordremos. Der wird ja auch so Sicher, geschrieben, ich der heißt dachte, nicht die machen da noch Mordramoch. irgendwas anderes draus. Du kannst Ihr dir doch nochmal spricht ihn ja auch anhören. falsch aus. Achso. Der heißt Mordremov, wenn man schreibt, aber mit E, und ihr sprecht immer Mordramov. Der hat aber kein A drin. Mordremoth. Ja, Was? wie Motte. Wenn es Moff. dann Motte, die, ja. Mordremoth. Komm, Domi, Mut du oder bist doch Motte. unser Englisch-Spezialist hier. Hab ich doch gerade. Gut. Naja, ich will jetzt aber einmal kurz hören, wie die das butchern. Gemeinsam werden wir Mordremos einen Kampf liefern. Der sagt halt nicht mal Mordremos, sondern Mordremosch. Da gerade in dem. Das ist Klingt auf einfach jeden Fall der. scheiße. Such dir Der eine Betonung Synchronsprecher von ihm aus. ist echt schlecht. Im Ernst, Ja, und damit. wenn man Videospiele synchron spricht, muss man fucking Anglizismen kennen.